So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute zeigen, ein Batterieladegerät. Ich habe mir heute bestellt. Das war eigentlich für mein Auto so, weil wir wissen alles, die originale Akkus, die halten gar nicht so viel. Und dann ich habe die originale Akku getauscht mit es war eine 6. Also die, ich habe den bestellt eigentlich, weil jetzt hat größere Akkus eingebaut und der originale Ladegerät schafft das nicht mehr an. Der originale Ladegerät war ja für 6 Volt eigentlich mit 300 mA. Ja. Und ich habe reingebaut 2 Stück, kann man sehen. Ja, jede 6 Volt mit, weiß ich nicht mehr, steht auf die Seite bestimmt, aber ist irgendwo an 20 Ampere jetzt. Ist irgendwo an 20 Ampere jetzt. Und wie gesagt, der originale Ladegerät schafft das nicht mehr. Ja, und ich habe mir heute bestellt eine KFC-Ladegerät, Batterie aus Amazon. So ist genau angekommen. Ja, hier noch Handschrift und alles, braucht man nicht. Von Musk, keine Ahnung, ich habe was billiger gesucht. Um die 30, knappe 30 Euro. Lass mal schauen, was wir bekommen haben. Also ist kein Werbung oder gezahlte Werbung. Link lasse ich natürlich in der Beschreibung unten. Und mal schauen, was wir bekommen haben. Ganz einfach. Hier haben wir die Anleitung auch. Okay. Also wie gesagt, jetzt habe ich 2 Stück, jede 6 Volt Batterie eingebaut mit knappe 20 Ampere und mal schauen, ob das Gerät wird geeignet für sowas. Ja. Der sagt, der schafft um die 12 und 24 Volt und bis 16 Ampere, glaube ich, oder so. Vielleicht steht auch in Anzeige, in der Beschreibung drin. Ist geeignet für, kann man lesen, Bleisäure Batterie, AGM, Gel, EVB, EFB, Wasserbatterien, Motorräder, und, also Motorrad habe ich auch, falls das ich brauche, dann kann ich auch gern benutzen. Jetzt mal schauen, wie das Ding funktioniert. Also wie gesagt, habt ihr gesehen, kommt in das Karton. Mit einer Hülle, sag mal so. Und jetzt haben wir den Ding. Und jetzt mal schauen. Also Output Voltage hier steht 12 Volt bis 15, ja, 12 Volt bis 24 Volt. 12 Volt bis von 2 Ampere bis 150 Ampere. Boah, das ist krass, ich glaube das nicht. Aber jetzt mal schauen, ob das Ding funktioniert eigentlich. Ja, wie gesagt, ich habe mir in Amazon bestellt für knappe 30 Euro. Und jetzt, ja, mehr haben wir nicht hier. Und jetzt schauen wir mal. Die alte Batterien sind hier, könnt ihr sehen. Ja. Gut. Ich glaube, der Kabel ist ein bisschen zu
kurz. Ja, jetzt mal schauen, was machen wir. Jetzt reinstecken. Hm? 25. Jetzt 13. Aber das ist schlecht, weil Kabel reicht nicht an. Müssen wir was ändern. Ich glaube, der Dreieck nicht. Aber müssen wir mal schauen hier. Was gibt's? Also der hat ein paar Einstellungen. Modus. AGM-Gel, Wet, also das ist feucht, glaube ich. Motorrad, Repair, intelligente Erkennung und so weiter. Hier können wir den Modus auswählen, glaube ich. 25 Volt, er ist wieder auf 13. So, wie gesagt, keine. Jetzt mal schauen, wo müssen wir einstecken. So, das ist nur der Ding. Also hier müssen wir reinstecken. Und jetzt der rote. Und dann jetzt die schwarze. Und jetzt hat er gefunden, Motorcycle, der hat auch eine Cooling Fan hier, höre ich gerade. So, jetzt mal schauen, was, und jetzt probieren wir Modus wechseln. Ich weiß nicht genau, wie das Ding geht, aber mal schauen. Repair geht auch. Recovery, Repair. AGM Gel, nein. Wet, auch nicht. Dann lassen wir auf Motorcycle, auf Motorrad. Und so, das Ding zeigt gleich, dass Batterie leer ist. Jetzt mal schauen, jetzt haben wir knapp 16 Uhr. Ja, wir haben knapp 16 Uhr. Und jetzt mal schauen nach ein, zwei Stunden. Ich würde euch in die Kommentare schreiben oder in Beschreibung. Ich brauche nicht anderes Video machen. Ja? Wie gesagt, keine Werbung. Ich wollte nur euch zeigen, für 30 Euro ein Akkuladegerät, also Batterieladegerät, und mal schauen, ob es wirklich wird funktionieren und wie schnell funktioniert wird, glaube ich schon. Wenn ich den Ding abstecke, könnt ihr gleich schauen, dass angehalten ist. Ja? Und jetzt wieder. Na gut, dann tschüss und bis nächstes Mal. Wie gesagt, Link findet ihr unten in Beschreibung. Ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung oder so, sonst was. Einfach nur zur Info. Wer sowas braucht, dann so, werde ich in die Beschreibung schreiben, ob es geeignet ist oder nicht. Und mal schauen. Also bis nächstes Mal. Tschüss.